Also wir hatten früher, gab es diese als Medien ja nur ein bisschen Fernsehen und ein bisschen Print. So. Und dann gab es 3, 4 Fachzeitschriften. Und wenn du dann, sagen wir mal, da berücksichtigt werden wolltest, um in der Szene vielleicht bewusst wahrgenommen zu werden, dann musstest du erstmal Leistung zeigen. Und heute gibt es so viele Typen, die so ein YouTuber sind, die überhaupt nicht Auto fahren können, aber gar nicht, auch keine Ahnung haben. Und dann am Ende stellst du fest, Scheiße, die haben noch 200.000 Follower oder noch mehr, wo du denkst, wie blöd sind die Follower? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Philips Autoblog im Gespräch mit, auf die ich mich heute ganz besonders freue. Mein Gast ist nämlich kein geringerer als ein Meister der Automobilunterhaltung, den alle unter euch kennen werden, die auch nur ein bisschen so autoverrückt sind wie ich. Die Rede ist natürlich von Christian Menzel, seines Zeichens Rennfahrer, Instruktor und Moderator. Er hat 1998 die 24 Stunden auf dem Nürburgring mit einem Diesel gewonnen, war Opel-Werksfahrer in der DTM, hat mehrfach den Carrera Cup gewonnen, in Europa wie in Asien, war Bentley-Werksfahrer und. Die Liste lässt sich noch weit fortsetzen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit und das macht eigentlich auch gar nichts. Die meisten von euch werden ihn sowieso aus der Sendung Fastlap kennen, aufgrund der ich übrigens den Automotor- und Sportchannel abonniert habe. Die ist nämlich echt toll. Darüber reden wir aber auch im Interview. Mein Wunsch, ihn mal zu treffen, bestand schon ewig. Also ich weiß gar nicht, Jahre auf jeden Fall schon. Und dann dachte ich mir irgendwann einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Und fragte nach einem Interview und Christian Menzel lud mich dann auch prompt zu sich nach Hause ein. Ich war am Anfang sehr nervös und das merkt man wahrscheinlich auch am Anfang des Interviews, sorry dafür an der Stelle, aber das war überhaupt nicht nötig. Denn eins kann ich euch sagen, Christian Menzel ist genauso privat, wie ihr ihn aus dem Fernsehen kennt. Er ist lustig, er ist sympathisch, er ist geradeaus und vor allem ist er sehr bescheiden. Deswegen weiß ich auch ganz genau, dass wenn er das jetzt hört, denkt, halt bitte einfach die Klappe. Und das mache ich auch jetzt, denn jetzt soll es ja zum Interview gehen. Eine Sache noch. Wenn ihr mal in den Genuss von Christian Menzels Gesellschaft kommen wollt, dann bucht doch einfach ein Fahrtraining bei ihm. Damit schlagt ihr nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen werdet ihr danach garantiert besser Auto fahren können, weil Christian einfach ein fabelhafter Instruktor ist. Und zum anderen könnt ihr euch an seiner Gesellschaft erfreuen. Und das allein, das garantiere ich euch, ist jeden Cent wert. Ihr könnt ja noch ein bisschen darüber nachdenken und in der Zwischenzeit das Interview genießen. Da wir übrigens 2,5 Stunden geredet haben, habe ich das Interview diesmal in 3 Teile geteilt. So, und jetzt halte ich wirklich meine Klappe und wünsche euch viel Spaß mit Teil 1 und Christian Menzel. Christian, ich muss gestehen, ich bin immer noch ein bisschen überwältigt, dass ich hier sitze, weil seitdem ich, oder als ich das erste Mal irgendwas mit dir gesehen hatte, ich glaube, das war irgendein, hast du irgendwas moderiert, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber ich wusste, den muss ich mal treffen, weil das ist Rennfahren pur sozusagen, das ist Autoleidenschaft pur, das kann man so sagen, das sagst du ja selbst über dich. Und jetzt ist es soweit und ich sitze tatsächlich hier, also sage ich nochmal danke für die Einladung. Gerne, kein Problem. Du hast ja, es gab ja schon viele Interviews mit dir, unter anderem auch zuletzt das Interview mit Carsten von Alte Schule Podcast. Mhm. Ja. An der Stelle übrigens, falls irgendjemand von euch das noch nicht gesehen hat, unbedingt anhören. Es gibt sogar 2 jetzt inzwischen von dir, ne? Nö, es gibt einige Sachen. Also wir haben mit dem Carsten Arndt, mit Alte Schule, haben wir den normalen, also den Podcast als solchen gemacht. Genau. Und haben, glaube ich, dann noch 4 Stück, glaube ich, so Daily-Geschichten gemacht, wo man mir Fragen gestellt hat und dann kommt man oder auch Themen, wie ich die sehe. Und dann haben wir die so ein bisschen durchdiskutiert, ein bisschen beantwortet. Das war ganz nett, das war wirklich schön. Dann kriegst du da so 20, 25 Fragen. Und das hat auch Spaß gemacht, das war sehr gut. Und kürzlich haben wir noch eine schöne Geschichte gemacht. Vor 2 Wochen war das im Rahmen der Tourenwagen Classics. Am Nürburgring haben wir mit Harald Groß und Alfred Heger haben wir dann über die guten alten Carrera Cup und Supercup Zeiten gesprochen. Und das ist dann so die nächste Geschichte. Also ja, ein paar Mal war ich schon dabei und ja, ich finde den Podcast auch sehr schön oder generell das, was da gemacht wird. Ich bin der Meinung, dass man
Das macht der Carsten Arndt echt toll, so diese gute alte Zeit wieder zu beleben, ja. Und auch wirklich den alten Protagonisten eine Plattform zu bieten, wo die nochmal gute Geschichten erzählen können. Das macht wirklich viel Freude, viel Spaß und es hebt sich auch natürlich sehr wohlwollend von der modernen Welt des Sports ab oder generell unserer Gesellschaft, wo natürlich alle immer sehr korrekt sind und auch diese Weltverbesserer rechts und links müssen ihre Plattform haben und dann was mich persönlich dann immer nervt. Und dann ist das eigentlich immer ein sehr wohlwollendes Format, ja. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ging es ja in dem Podcast so oder so, je nachdem, was du gemacht hast, ja eigentlich vor allem um deine Karriere, um deine Zeiten als Rennfahrer, im Carrera Cup auch. Und deswegen wollte ich mein Interview ein bisschen abheben davon sozusagen, sodass man, wenn man über Christian Menzel als Rennfahrer Bescheid wissen möchte, den Alte Schule Podcast vor allem hört. Und wenn man über Christian Menzel als Mensch Bescheid wissen möchte, am besten das Interview hier schaut. Da bin ich auch mal gespannt. Also erstmal Karriere, ich selber sehe mich da nicht so wichtig. Was sind Karrieren? Damit fängt es eigentlich schon an. Ist ja nicht so, als wenn ich jetzt hier irgendwie 10 Weltmeisterschaften gewonnen hätte. Ein paar Sachen haben wir gewonnen, aber Karriere, ich weiß nicht, finde ich immer übertrieben. Ich bin Teil der Szene seit ich habe 1983 angefangen mit Kartsport. Und fahre seit 1991 auch Autorennen. Da habe ich mich schon recht lange so in diesem Dunstkreis des Automobilsports habe ich mich aufgehalten. Keine Frage. Aber Karriere, ich persönlich bin da immer sehr so, ja. Ja, Karriere sagt er. Weil heute, ich habe um mich herum, ich bin ja nur noch umzingelt von so Spinnern, ja, die sich selber hochleben lassen, wo ich mir denke, der hat doch nichts gerissen in seinem Leben, der Trottel. Ja, was macht er jetzt hier für eine Welle? Ja, heute ist jeder ein Superstar, jeder ist ein Alleskönner. Also in unseren, seitdem wir Social Media Zeitalter sind, also früher war das halt so, ich bin in einer Zeit groß geworden. Wenn man Anerkennung haben wollte, dann musste man das über Leistungen bringen. Ne? Das eben, also speziell im Sport, dass man sagt, also wir hatten früher, gab es diese als Medien ja nur ein bisschen Fernsehen und ein bisschen Print. So. Und dann gab es 3-4 Fachzeitschriften. Und wenn du dann, sagen wir mal, da berücksichtigt werden wolltest, um in der Szene vielleicht bewusst wahrgenommen zu werden, dann musstest du erstmal Leistung zeigen. Mhm. Und heute gibt es so viele Typen, die so ein YouTuber sind, die überhaupt nicht Auto fahren können, aber gar nicht, auch keine Ahnung haben. Und dann am Ende stellst du fest, scheiße, die haben noch 200.000 Follower oder noch mehr, wo du denkst, wie blöd sind die Follower? Ja. Weil, aber das ist ja das Schlimme, dass eigentlich wir hinten dran noch genügend Follower, Menschen gibt, die überhaupt nicht überreißen, dass der andere gar nichts kann. Ja, das ist die Unterhaltung vor allem, die eine Rolle spielt und nicht das, was dahinter steht. Ich kann auch nicht viel, aber ich sag auch nicht, dass ich was kann. Also aber das ist, also deswegen ist heute, wir leben in einer komplett bescheuerten Gesellschaft und also um mich herum ganz viele, die wirklich nach außen mehr darstellen, als sie in Wirklichkeit in ihrem Leben bisher gemacht und geleistet haben. Und das ist das, was mich, sagen wir mal, heute so an dieser modernen Welt wirklich sehr fuchst. Und dass einfach viele sich da präsentieren, wo man einfach sagt, hat gar nicht die Berechtigung dazu, sich so breit aufzustellen und zu sagen, hier, ich bin ein Könner oder so. Ja. Naja, gut, ist halt so, ne? Und das Schlimme ist, dass solche Leute auch noch hofiert werden und dann, weil man sagt, ja, die haben Reichweite. Und ich sage, ja, aber wen erreichen die denn? Ja, das stimmt. Das ist auch so ein Quantität und Qualität, das ist ein Unterschied, ne? Ja. Wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon viel geredet, obwohl ich noch gar keine Frage gestellt habe. Okay. Das ist kein Vorwurf. Nein, mach, komm, sehr schön. Alles gut. Wir reden so, wie es kommt. Das ist kein Thema. Genau, ist ja ein Gespräch und soll ja keine Fragebombardement sein. Ich würde jetzt als erste Frage, die stelle ich jedem. Wann begann die Faszination Auto für dich? Na gut, das ist eigentlich bei mir so in die Wiege gelegt worden. Ne? Also mein Vater ist in den 60er Jahren auch aktiv Autorennen gefahren.
Der heißt allerdings Johannes Menzel und nicht Harald Menzel, weil es gab in den 70er Jahren einen sehr schnellen Rennfahrer, Harald Menzel. Der war auch BMW und Ford DAX-Fahrer, mit dem bin ich nicht verwandt, nicht verschwägert. Mein Vater heißt Johannes Menzel oder Hans Menzel. Und der ist in den 60er Jahren, ist der auf NSU und so weiter, ist der Nordschleife gefahren. Manchmal kommen immer noch ein paar alte Recken und sagen, oh, dein Vater, den kenne ich auch noch von früher. Und dann ist das schon alles sehr lange her. Naja, und dann hatten wir damals auch meine Eltern hatten eine Tankstelle. Und ich bin dann quasi auf dieser Tankstelle auch groß geworden und hatte damit immer diesen Bezug zu Autos und bin dann auch früher mit zum Nürburgring geschleppt worden, logischerweise. Und bin natürlich dann dort mit diesem Bacillus sehr schnell von diesem Bacillus befallen worden, logischerweise. War aber nicht schlecht. Also gibt schlimmere Krankheiten, die man kriegen kann. Ja, ich denke auch. Und und das erste Autorennen, an das, was ich mich bewusst erinnern kann, war 1974, großer Preis der Tourenwagen. Und das war die Zeit, wo dann damals diese 3-Liter-Coupés, die BMWs gefahren sind, die Capris, die Werks-Capris aus Köln, dann fuhren viele Hundeknochen-Escorts und also wunderschön. Und das war ein Sommertag, strahlender Sonnenschein. Da waren wir dann irgendwie ein oder zwei Tage in der Hatzenbach, in der schnellen rechts runter, in der Mut rechts. Da auf dem Bereich haben wir immer geguckt. Und naja, und wenn du dann diese Geräusche und diese Faszination und das alles dann noch auf der schönsten Rennstrecke der Welt, ja, in der freien Natur draußen. Das sind so Dinge, die haben mich halt in dem Moment natürlich erfasst. Und diese Begeisterung hat dann auch nicht mehr losgelassen. Ich bin dann früher dann sehr oft mit meinem Vater sind wir zum Nürburgring, haben uns wirklich 24-Stunden-Rennen, Formel 2, deutsche Rennsportmeisterschaft, alles, was es damals so gab, habe ich dann da sehen dürfen. R5-Pokal, wie die da so im Rudel von 40 Autos, ja, dann kommen die dann so im D-Zug an dir vorbeigeflogen mit 7, 8 Mann und sind dann am Schieben und das war früher so. Und ja, so war das. Ich kenne also diesen Nürburgring auch noch sehr genau. Ich weiß noch, dass die alte Betonschleife damals, ja. Südschleife leider nicht, die war damals nicht befahrbar so für den täglichen Verkehr, aber diesen Bereich der Betonschleife kenne ich auch noch sehr genau. Das war ja heute undenkbar, so kann man ja keinen Stadtzielbereich mehr bauen, weil heute muss man ja die Boxen und so weiter direkt am Fahrerlager haben. Das gab es damals nicht, ne? Dann mussten alle immer durch den Tunnel wieder runter ins alte Fahrerlager und dann gab es das Hauptfahrerlager, das Industriefahrerlager auf der anderen Straßenseite drüben. Und das war damals Nürburgring. Altes Sporthotel. Ist alles noch in diesem kleinen, also mein Gehirn ist ja eh nicht das Größte, da gibt es ja wesentlich schlauere Menschen. Aber das ist schon noch so auf dieser Festplatte alles eingebrannt, ne? Das glaube ich, das vergisst man nicht so schnell. Nee. Gab es damals schon eine Automarke, wo du gesagt hast, das ist die Automarke für mich? Also irgendwas, wo du dich besonders dazu hingezogen gefühlt hast? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer sehr affin oder heute auch noch oder zu der Zeit habe ich die Marken, die Motorsport gemacht haben, also Marketing quasi, ne? Man macht das ja, um irgendwo ja seine Produkte zu präsentieren, denen ein Image zu geben. Das hat mich damals dann schon geprägt. Also sagen wir mal Marken wie BMW, Alfa Romeo, Porsche, klar, Ferrari gab es damals logischerweise auch, obwohl jetzt gar nicht so in diesem Tourenwagensegment, das war halt dann wieder mehr Formel und damals auch Sportwagen. Diese Marken, die haben mich dann schon fasziniert. Also wenn ich dann zum Beispiel BMW damals war für mich, okay, M3 kam später, aber so die BMWs, dann hattest du immer so aus den 60er Jahren dann vor Augen mit Hubert Hahne, was war das, ein 1800er Teaser, glaube ich, oder so, ne? Ja, irgendwie da, ich weiß gar nicht genau. Oder dann als kleiner Bub dann am Nürburgring siehst du natürlich diese Gruppe 5 Autos, die 320er, die Schnitzer Autos, dann Ford war auch eine legendäre Marke mit den ganzen Escorts und dann zack spielt später mit den Turbo Capris und auch die Gruppe 5 Escorts und also alles, was damals irgendwie im Motorsport aktiv war, waren für mich Marken, die halt eine sehr, sehr große Strahlkraft hatten. Also ich habe mich damit schon als Bub identifiziert und
Und das geht mir auch heute noch so. Und wenn mir, ich bin da schon, reagiere auf gewisse Dinge sehr sensibel. Also wenn heute eine Automobilmarke sich im Motorsport engagiert, dazu steht und auch diese Werte des Sports gut vertritt, dann kann das schon mal eher sein, dass ich mir so ein Auto auch privat zulege. Mhm. Kommen Aussagen wie, wir werden zukünftig nur Elektroautos bauen. Ich habe nichts gegen Elektro, aber ich halte die Aussage für falsch, weil es wird in meinen Augen so nicht funktionieren. Mhm. Kann man, das wird immer für mich ein Mix bleiben. Ob das dann fossile Kraftstoffe sind oder synthetische, sei dahingestellt, aber zu glauben, wir machen nur noch Elektro, also dann sind so, kommen so mir so Momente, wo ich sage, Kinders, nee, tut mir leid, also das ist jetzt auch wieder für mich eine Marketingaussage, um irgendwie der Welt nach außen etwas Tolles verkaufen zu wollen, was aber ja logisch nicht umsetzbar ist, ist meine Überzeugung. Ja. Und aber ich reagiere da schon drauf. Ja. Ich war gestern zum Beispiel auf einer Veranstaltung mit Alfa Romeo. Toll, einfach toll. Auch ja. eine extrem starke Marke, BMW auch. Mercedes hat ja dann zum Beispiel in den 90ern ja, oder Ende der 80er angefangen, wieder Motorsport zu machen. Hat da vorher mit Sportlichkeit nichts zu tun gehabt, so richtig. Ne? Also ja. Da war ja nichts. Und man muss schon sagen, das hat schon einige Jahre gedauert, bis man der Marke auch dann wirklich ein sportliches Image gegeben hat. Das hat bis in 2000 eigentlich gedauert. Ja, es hat sehr lang gedauert, weil nämlich parallel die Serienprodukte nicht das Maß an Dynamik hatten, was ich mir unter einem Sportwagen vorstelle. Die konnten zwar geradeaus ganz gut rennen, aber Querdynamik war nicht gut. Mhm. Aber da muss man den Mercedes-Leuten, das muss man denen lassen. Die bauen so seit 6, 7, 8 Jahren, bauen die sehr schöne Autos. Ich finde die optisch auch interessant inzwischen, sind nicht mehr so bieder, sondern die sehen schon richtig rotzefrech aus. Also wenn ich mir die Autos angucke mit der Maske und so vorne, und also das sieht schon sehr muskulös aus und sehr, sehr riskant, und die sind auch bereit, heute mal einen Spoiler dran zu bauen und ein Fläppchen hier und einen Seitenschweller, und wo man wirklich sagt, mein lieber Scholli, also die haben da wirklich einen extremen Imagewandel hingelegt. Das muss man denen hoch anerkennen. Und das Gleiche war ja damals auch mit Audi. Erinnern wir uns, die Marke war in den 70ern, war das nichts. Das war das stimmt. Nur mit Hut, grüß Gott, und ich habe ein Audi, vorher DKW. Und dann hat Piëch damals halt die Idee gehabt, der Marke natürlich Dynamik und Sportlichkeit einzuhauchen. Und dann war der Motorsport ja erneut ein unglaublich guter Transporteur von Image, von Dynamik. Und der Kunde hat sich damit natürlich brutal identifiziert. Und das ist heute noch so. Aktuell zum Beispiel auch sehr stark in den letzten 5 Jahren in der Wahrnehmung ist Hyundai, die auch über ihr Rallye-Engagement und dann Tourenwagen, TCR, WTCR, die haben also auch da einen brutalen Imagewandel hingelegt. Und es gibt inzwischen, wenn du hier am Nürburgring mal gucken gehst, auf der Nordschleife, sehr, sehr viele, die sich so ein Hyundai, so ein i30 oder so ein Apparat, so ein N-Ding gekauft haben und damit sehr zufrieden durch die Gegend fahren. Also deswegen ist, ich weiß gar nicht, was die Ursprungsfrage war, aber generell ist es so, dass der Motorsport, ich damit schon in wirklich vielen Verbindungen bringe und auch für mich das Image ein Thema ist. Ja. Ein Land Rover Defender hat wieder ein anderes Image, ist aber auch cool auf seine Art, also der alte Defender, wohlgemerkt. Das hat jetzt nichts mit Motorsport zu tun, aber ist halt auch irgendwo Kult und hat was Spezielles, ja. Wenn man die passende Wirbelsäule dafür hat. Ja, aber bei mir ist es so, ich bin schon ein emotionaler Autofahrer und auch ein emotionaler Autokäufer, und einfach nur 4 Räder und hinstellen reicht bei mir auch nicht. Also ich identifiziere mich auch sehr stark mit dem, was ich da mir auf den Hof stelle, ja. Das ist halt der Unterschied heutzutage. Die einen sagen, es ist emotional und das Auto muss mir gefallen, das Auto muss was in mir auslösen, und die anderen sagen, das brauche ich und von A nach B kommen will ich und fertig. Das sind halt die zwei Lager eigentlich. Ja, es ist interessant, dass wirklich, meine, früher war für uns ja Mobilität das A und O. Ne? Also ich habe wirklich mit 10, 11 Jahren schon alle Motorradkataloge zu Hause gehabt und war mir ganz klar, das Mofa mit 15, das Leichtkraftrad mit 16, und wenn ich dann mal 18 bin, dann kommt das und das Motorrad ins Haus. Und da hast du natürlich immer davon geträumt. Und dann war das auch so. Ne? Du hast mit 15 deinen Mofa-Führerschein gehabt, da bin ich tagelang nur Mofa gefahren. Egal wohin, Hauptsache fahren. Ja, das hatte auch was damit zu tun, dass man wirklich so in die große, weite Welt hinein wollte. Ne? Wenn du heute was von der großen, weiten Welt sehen willst, dann nimmst du dein Handy
tippst irgendwas ein und sagst, es geht los. Ja, dann hast du einen Einblick davon, wie es da aussieht. Früher bin ich halt hingefahren, habe es mir angeguckt. Ja. Hat sich alles verändert, ne? Ist richtig. Aber trotzdem ist es so, dass es immer noch viele Menschen, auch junge Menschen gibt, die die Automobilfaszination leben, die das toll finden. Wir haben auch sehr viele, die, was mir auffällt, die gerade so in diesem Youngtimer-Bereich, also so die Autos der 80er, 90er Jahre total toll finden und wo man noch selber aktiv dran arbeiten kann, schrauben kann. Also da stehen auch sehr viele junge Leute vor einem und reden plötzlich mit dir über Autos und die kennen sich auch ganz gut aus. Die sagen dann zwar, Auto ist älter als ich, aber die haben sich da schon schlau gemacht. Auch Motorsport, muss man sagen. Wie viele junge Menschen auf einen zukommen und haben plötzlich Fotos, ja, wo ich mir denke, ey, der Knabe ist vielleicht 15, ja, und hat hier Bilder, die sind 30 Jahre alt. Also die interessieren sich für die Vergangenheit, für die Historie, soll man nicht meinen, ne? Aber die Masse wird natürlich weniger, aber dafür haben wir vielleicht in dem Bereich auch mehr Klasse. Ja, wieder Quantität, Qualität. Genau. Sozusagen, ja. Ja. Du hast du ja vorhin schon gesagt, du hast ja angefangen mit Kartfahren, ganz klassisch könnte man sagen, wie man halt die Rennfahrer Karriere, du magst es nicht, aber ja, Internetfahrer-Karriere beginnt. Bist auch mit Ralf Schumacher, glaube ich, zusammengefahren, selber Jahrgang? Nee, der ist jünger. War irgendwie 2 Jahre jünger, glaube ich. Okay, also ich glaube. Ich bin auf der Kärntner-Bahn groß geworden. Also ich habe da alles gesehen. Frenzen nicht mehr, der war schon älter. Aber ich habe die komplette Historie von Michael auf der Bahn erlebt, also wie seine Anfänge waren, bis hin zu dem, dass er dann den Automobilsport gewechselt hat. Dann Nick Heidfeld war auch in der Phase. Also sind viele Leute aus meiner Zeit, die damals dann auch erfolgreiche Rennfahrer geworden sind. Ne? Ja. Und war richtig Kartsport angefangen. Ja, ist der klassische Weg eigentlich. Ne? Genau. Ja. Und jedenfalls, ich kenne selber auch Rennfahrer, die GT-Sport fahren, also die GT-Fahrzeuge und dann sagen, ja, ist schön, aber ich fahre lieber Kart. Und es gibt andersrum aber auch Leute, die sagen, Kart war halt der Anfang, da lernt man es fahren, Schwung mitnehmen und so weiter. Aber das ist nichts für Erwachsene, da fahre ich lieber Auto. Wo würdest du dich denn einordnen? Ja. Lieber Kart oder das Ursprüngliche oder lieber dann? Also ich kenne jetzt, gibt es wirklich GT-Fahrer, die dann sagen, ich fahre jetzt lieber Kart? Und die fahren dann auch Kart, oder? Nee, die sagen jetzt nicht, ich fahre lieber Kart. Das war vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, aber die sagen, oh, endlich wieder Kart fahren. Sowas. Das ist es. Ich denke, es ist der Mix. Ne? Wir wollen ja normalerweise immer erst, wenn wir, ist ja immer so im Leben, ne? Wir fangen ja klein an und gehen die einzelnen Schritte nach oben. Also Kartsport, die verschiedenen Klassen, Junioren, Senioren und dann kommt irgendwann der Aufstieg, dass man Autorennen fahren darf. Und natürlich geht man dann gerne nochmal diesen Weg zurück und sagt, ach, damals war auch schön. Und dann kauft man sich vielleicht nochmal Kart. Habe ich auch nochmal damals gemacht. Auch in der Phase, wo mein Sohn, der Nico, Kart gefahren, da habe ich auch nochmal ein Kart geholt und back to the roots, man hat dann wieder Spaß auf der Bahn zu sein, man trifft alte Kumpels von früher, die auch dann mit ihren Kindern dahin gehen und also es ist lustig und nein, aber alles, was mit 4 Rädern zu tun hat, ist ja interessant, ja, sich mit den Grenzbereichen auszukennen oder die an die heranzufahren, Limits auszuloten oder mit einem Renngerät, sei es ein Kart oder auch ein Auto, sich zu beschäftigen, damit zu arbeiten, es schneller zu machen, am Setup zu tüfteln, Luftdrücke, Übersetzungen, generell die Motoren, sich mit der Technik auseinanderzusetzen und dann am Ende ein Resultat zu sehen. Das ist ja so die Faszination, die man ja eigentlich dann hat, ne? Und auch lustig, ich habe ja früher im Kart auch alles selber gemacht. Ich habe selber geschraubt und alles vorbereitet und habe auch teilweise die Motoren mit selber aufgebaut und haben wir halt richtig, richtig was gemacht. Und dann ist schon lustig. Und dann kommst du nach 20 Jahren wieder auf die Kartbahn und hast mit deinem eigenen Sohn und das Spiel fängt von vorne an. Ich habe ja immer selber geschraubt. Ne? Also ich hatte immer schwarze Hände und hat mir auch keiner gut genug gemacht. Und ja, es ist so. Man selber hat ja so seine Erfahrungen, wenn man lange Motorsport macht. Und dann, wenn gerade bei mir, wenn du so aus diesen Carrera Cups kommst,
so Markenpokale, dann bist du fixiert darauf, dich mit den kleinsten Details zu beschäftigen, weil dein Reglement dich ja reglementiert in deinen Möglichkeiten. Deswegen musst du dich mit jedem minimalen Parameter genau auseinandersetzen. Und das hat dann damals, habe ich dann im Kart auch mit meinem Sohn dann so gemacht. Und das hat halt eine riesen Laune gemacht. Ja. Mhm. Und dieses auch dann das Schrauben oder dann zu Hause so ein Chassis komplett zu zerlegen, wieder neu aufzubauen, alles zu überprüfen, dann irgendwann dann kommen Gewichtsprobleme bei Bambini zum Tragen, weil die Kinder groß werden, und dann fängst du an, jede Schraube von so einem Apparat dir anzugucken und zu sagen, okay, die können wir um 3 mm kürzen, du nimmst Aluminiumschrauben oder Titanschrauben statt normaler Stahlschrauben, also wo man sie verbauen kann, wo man sagt, da ist die Festigkeit nicht so wichtig. Und dann stellst du das Ding auf die Waage und sagst, boah, wir haben wieder 300 Gramm gefunden. Ja? Also so völlig durchgeknallt. Und das ist eigentlich das, daran erkennst du auch, ob jemand Motorsport wirklich lebt. Aber das ist heute auch wieder so ein Problem. Ich habe bei vielen heutzutage echt den Eindruck, dass es denen gar nicht ums Fahren geht, sondern die wollen auch nur diese Plattform für sich nutzen, zu sagen, ich bin ein geiler Typ, hey, guck mal alle her, hey, wo du echt denkst, was ein Spinner, ja. Also es gibt wirklich nur noch wenige, die diesen Sport mit absoluter Faszination leben. Das hängt auch damit zusammen, dass dieser Sport sehr sicher geworden ist, was ja toi 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 auch toll ist. Aber früher war Motorsport, hatten da ganz andere Typen, die halt auch bereit waren, für ihren Sport zu sterben. Die haben nie gewusst, ob sie nach Hause kommen. Heute ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, eher sehr gering. Ne? Es passiert immer noch mal, aber es ist ja schon so, dass man das Risiko ganz gut kalkulieren kann. Ja. Und deswegen sind für mich auch zum Beispiel, wenn ich heute mir Motorradrennen angucke, und du hast da, sagen wir mal, jetzt im Fahrerlager, spürst du, hier ist eine ganz andere Atmosphäre, weil die Jungs, die da fahren, die leben ihren Sport viel stärker, und denen geht es wirklich primär um die Faszination zu fahren. Ja. Sind also bereit auch zu sagen, vielleicht stürze ich heute und bin stark verletzt, querschnittsgelähmt bis hin zum Tod. Nehmen die aber alles in Kauf. Und 5 Minuten später fahren die mit dem Rollstuhl ins Fahrerlager und sagen, ich bin wieder dabei. So faszinierend ist das. Und das ist dieses Herzblut, genau. Und das ist das, was du heute im Automobilbereich eigentlich nur noch weniger hast. Ne? Mhm. Und also ich sehe da halt einfach zu wenige Leute mit totaler Passion, die den Sport wirklich von Grund auf lieben. Weniger. Ja, Gokart ja auch. Ne? Ich habe dann geschraubt wie ein Teufel, und wenn du dann geguckt hast, hatten die fast alle ihre Schraube heutzutage. Ne? Wo ich mal denke, hä, mach ich selber. Ja. Bist du schon mal Elektrokart gefahren? Ja, habe ich schon mal gemacht. Hier am Nürburgring ist ja eine Halle, Elektrokarts, und da hatte ich damals ein Event, eine Veranstaltung, und komme dann in die Halle und habe da quasi gebucht, und weil ich mit meinen Leuten da ein bisschen Spaß machen wollte, und habe vorher noch nie ein Elektrokart gefahren gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehen wir da mal ohne Vorurteile dran und schauen uns das mal an, weil normalerweise willst du ja schon Geräusche haben und so. Ich war, was das Thema anging, eigentlich positiv überrascht. Wir müssen ehrlich sein, ein Leichhardt-Motor hört sich auch scheiße an. Weißt du, wenn da so ein Honda oder Briggs & Stratton-Motor am Knattern ist, das ist ja jetzt auch kein Klangerlebnis. Also ein Rennkart ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Da ist ein Zweitakter, der natürlich 14, 15, 18, früher 20.000 Umdrehungen gemacht hat. Das war natürlich ein Traum. Aber ein Leichhardt ist natürlich traditionell immer mit dem kleinen Viertaktmotor. Naja, und dann muss ich wirklich zugeben, dass dieses Ding richtig Spaß gemacht hat. Ich bin da rumgeballert. Er hat dann auch mir das vorzuführen, hat er mir dann auch cool mit dem Laptop angeschlossen, hat er mir verschiedene Kennfelder freigegeben, wo wir dann in dem Ding statt 6 PS, 7 PS plötzlich da 20, 25 PS hatten, und dann ballerst du damit durch so eine Halle. Leck mich am Arsch, da sind die Fetzen geflogen, das war richtig gut, und das hat schon Sinn gemacht. Ja, das war cool, also war in Ordnung. Parallel waren oben auf dem Dach da ein paar Kollektoren, wo man den Strom hergeholt hat. Das ist dann halt so könnte man, okay, Batteriemüll weiß ich nicht, und aber das hat jetzt schon, war sinnig, ja. Na, du stinkst auf jeden Fall nicht, wenn du aus der Halle rausgehst. Ne? Während wiederum, es gibt ja inzwischen auch im Outdoor-Bereich Elektrokarts, ne? Ganz ehrlich, also ist nicht meine Welt, zumal so ein Apparat unglaublich schwer ist. Ich weiß nicht, die wiegen irgendwie 200 Kilo oder noch mehr, mit Fahrer inkludiert, und da weiß ich nicht.
Und dann nach 8 Runden sind die Batterien leer oder nach 9. Mhm. Und dann dauert es wieder ewig, bis die voll sind. Ich weiß nicht, ist nicht mein Ding. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich da mitfahren will und so. Habe ich dann gesagt, nee, danke. Also ist aber in Ordnung. Wenn einer das in Ordnung findet, soll er es in Ordnung auch in Ordnung finden. Ich bin da ein Kind der alten Schule wenn ich Fahrrad fahren gehe, dann mache ich das auch ohne Elektro, weißt du? Ja, das denke ich mir auch. Ich fahre aber auch nicht so gerne Fahrrad. Ich sehe es dann immer unter dem Trainingsaspekt und dann denke ich mir, der fällt ja weg, wenn ich einen Akku habe. Ne? Ich bin kürzlich mal von Freunden total nett. Die haben dann gesagt, kommst du mit, wir fahren eine Runde Nordschleife. Ich sage, ja, Leute, ich sage, schon, nee, wir haben ja Elektrobikes, wir bringen eins mit für dich. Ich sage, okay, machen wir mal. Würde mich mal interessieren, so ein E-Bike zu fahren, habe ich noch nie gemacht. Und dann sind wir dann eine Runde gefahren. Also oben an der Nürburg gestartet und dann ab Hatzenbach und eine Runde. Und die fahren alle auf Boost und keine Ahnung, wie die Maximalstufen heißen. Ich bin flächendeckend, wo ich konnte, ohne Elektro gefahren. Und ich habe dann final genau einen Strich verbraucht gehabt. Ja? Und die hatten 3 Striche verbraucht. Ist ja aber nicht schlimm. So. Und dann stehe ich da an der Nürburg und sage, ja, was jetzt? Es war nicht anstrengend. Es war also. Jetzt muss ich aber zusagen, ich glaube, so ein Elektrobike ist auch cool. Speziell dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tour mache und ich starte von Kellberg, dann habe ich ja schon mal die ersten 6 oder 7 Kilometer bis zum Ring hoch. Es geht nur berghoch. Da komme ich oben an und sage, ja, war schon eine stramme Tour, war schon nicht schlecht. Also durch die Eifel dann so, ne? Ja. So. Und dann, wenn ich dann noch eine Runde Nordschleife fahre und dann wieder nach Hause, dann habe ich so in Summe, glaube ich, 43, 44 Kilometer. Dann ist das schon eine harte Tour. Ja. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt so ein E-Bike hätte, dann würde ich mich auch trauen, an so einem wirklich mal eine komplette Tagestour zu machen. Also zu sagen, so komm, über 7, 8 Stunden, Mittagspause irgendwo. Aber dann du erweiterst eigentlich deine Reichweite, ohne dich selber kaputt zu machen. Weil wenn ich ohne E-Antrieb hier durch die Gegend radel, dann ist es schon so, dass ich sage, die letzten 4 Kilometer, 5 Kilometer, dann bin ich am Jaulen. Ja. Und bin auch froh, dass es dann vom Ring aus fast nur noch bergab geht bis hierhin. Aber so ist so ein E-Bike nicht schlecht. Und was ich toll finde, ist bei E-Bikes, dass die Menschen, halt auch wirklich ältere Menschen, die sonst sich gar nicht mehr trauen würden, mit einem Fahrrad zu fahren, dass die dann wirklich den Mut haben zu sagen, komm, wir fahren mal eine Runde. Ja. Du musst wohl in Kauf nehmen, letztens auch, ich mit dem Kumpel sind wir Nordschleife gefahren und wir kraxeln dann auch so einen Berg hoch und wir hören von hinten schon, dass da was kommt und dann überholt uns eine ältere Dame und sagt dann, hallo, ich grüße Sie und fährt einfach weg. Da guckst du hinterher und sagst, mein Kumpel, der war am Fluchen, das kann ja nicht wahr sein. Ich sag, komm, ist doch schön, ja, ist doch toll. Die Frau würde sonst nie mehr den Berg hier hochfahren. Das stimmt, ja. Ja, das ist schön, wenn man alte Leute dann noch, weil die Gelenke rosten ja auch ein, wenn man dann gar nichts mehr tut. Das kenne ich von meinem Opa. Und wenn man sich dann bewegen kann, wenn es mit Hilfe ist, ist doch super. Ist gut, finde ich auch gut, ja. Nein, und ist in Ordnung. Also ich bin gar nicht abgeneigt gegen so ein Bike. Also wirklich, wenn man jetzt sagt, man macht wirklich richtig weite Touren und extrem in den Bergen. Du kannst halt wirklich auch mal einen Berg hochfahren, den dir sonst, also ich meine, da sind wir doch mal ehrlich, viele schrecken schon vor der Nordschleife zurück, weil die sagen ganz klar, von Breitscheid bis hoch zu Hohen Acht, das ist echt eine Mördertour. Ja. Und wenn du das nicht gewohnt bist und viele, die schrecken dann schon davor zurück und sagen, nee, das ist mir too much. Ja. Mhm. Weil das ist ja wirklich too much, wenn du gerade das letzte Stück, wenn du vom Karussell dann hoch noch bis zu Hohen Acht, die paar hundert Meter, die besorgen es dir nochmal so richtig. Ja. Und dann glauben viele, es wäre vorbei. Nein, das große Finale kommt ja noch mit Döttinger Höhe. Ja. Weil es ja wirklich über vom Galgenkopf aus dann wirklich lange, lange, lange berghoch geht. Und das ist nochmal richtig anstrengend. Also dann echt, ich bin dann auch immer am Kotzen und sage, das ist das Stück, was ich am wenigsten mag, weil es sich so extrem in die Länge zieht. Und du bist nicht außer Atem, aber dein Akku, dein persönlicher Akku, der wird immer mehr leer, 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 leer. Und irgendwann merkst du, da geht die innere Lampe an und man sagt, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Ja, und das ist schon hart. Ich glaube, ich wäre schon Flugplatz erledigt. Weißt du, Hatzenbach schön rollen lassen und dann runter und dann Flugplatz, muss ein bisschen treten, das war's. Aber es macht wirklich einen Riesenspaß, um die Nordschleife herumzufahren mit dem Fahrrad. Ich mache das öfter und es ist echt immer schön. Also weil man
die Landschaft und je nachdem, was auf der Nordschleife auch gerade los ist. Also während der Woche ist oft Industriepole oder so, dann siehst du schöne Autos vorbeifahren oder irgendeinen Trackday, wo du dann sagst, ach guck hier, wer gerade die Instruktoren sind, dann kennst du die Kollegen noch und so. Und ist also immer was los. Und wir können schon froh sein, dass wir diesen Nürburgring hier in dieser Landschaft haben, weil ansonsten wäre hier nichts. Ja. Stimmt, das ist, deswegen wurde er auch damals gebaut. Ja, und auch verkauft, ne? Logischerweise. Ja. Wobei ich nichts gegen den Käufer habe, aber ich habe was gegen die Herrschaft in der Politik. Leider sitzt nur einer im Knast von denen. Eigentlich müssten da viel mehr im Gefängnis sitzen, weil wenn ich so Millionen, Hunderte von Millionen, also quasi wir reden da eigentlich final von einer Milliarden, wenn man das mal als Gesamtpaket sieht, wenn man als Unternehmer so mit dem Geld umgeht, dann und vor allen Dingen mit dem Geld anderer Leute, dann gehst du davon aus, dass du eigentlich mehrere Jahre lang im Knast sitzt. Mhm. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ist vorbei. Will ich nicht mehr. Ich habe damals mal gekämpft für einen Ring in der öffentlichen Hand, weil das halt für uns so wichtig ist hier in der Region. Aber bis auf 20 Leute aus der Region habe ich da leider keine Unterstützung gefunden und möchte da auch nicht mehr drüber reden. Es gehört zu meinen persönlich größten Enttäuschungen mit im Leben. Habe viele Menschen dadurch auch besser kennengelernt und ist schon interessant, wie so die Masse der Menschen funktioniert, wie sie tickt, welche Werte sie in Wahrheit leben. Ja, ist schon interessant. Okay, wenden wir uns einem vielleicht schöneren Thema zu, ich weiß nicht. Mir fällt immer auf, wenn ich alte Schule höre, dass extrem viele, also du oder auch Olaf Manzai, dass die sich ihren Weg zum Rennfahrer-Dasein extrem hart erkämpft haben. Also wirklich mit Geld zusammenkratzen und beißen und so weiter und so fort. Ist sowas heute überhaupt noch möglich oder ist Rennsport heute schon so teuer, dass du immer jemanden im Rücken brauchst, der dir das Geld reinschießt sozusagen? Genau, also wenn da nicht jemand ist, der einem das Thema bezahlt, also aus eigener Kraft diesen Weg so mühsam sich durchschlängeln, das funktioniert halt nicht mehr. Und ja, es ist jetzt ein Thema, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, philosophieren. Ich meine, gucken wir uns doch mal die Situation in der Formel 1 an, ja. Da kommt dann der Herr Stroll, der kauft ein ganzes Team. Ja. Ja. Erst bei Williams, dann Force India hieß es. Dann kommt, wie heißt der, Latifi? Ja, der kauft dann auch quasi die Williams-Anteile, damit sein Sohn da fahren kann. Und ja, es ist doch alles pervers. Und wenn du das heute siehst, wie krank auch der Kartsport ist, und wie krank auch die Teams sind, die dieses Thema mitgehen und mitziehen, klar, weil sie natürlich alle wieder Geld haben. Ja, da wird den Leuten, die sagen wir mal solvent sind, die Geld haben, dann wird denen das Geld aus der Tasche gezogen. Heute muss ja ein Rennteam, muss ja auf der Kartbahn, wenn du heute auf dich war vor 2 Jahren bei einer Kart Europameisterschaft in Genk und dann sind die ganzen Werksteams da und die haben dann wirklich den richtigen großen, wie die DTM Formel 1, den großen Renntransporter mit dem großen Vorzelt. Und dann kosten so Wochenenden 15.000, 20.000 Euro. Ja. Dann sind die von montags an da, dienstags an da und dann bei jeder Session freies Training nochmal neue Reifen und nochmal. Die sind alle völlig durchgeknallt. Es ist ein Irrsinn. Und es ist so, dass du heute, wenn du diese finanzielle Power nicht hast, gehst du unter. Das heißt, du kannst auch talentiert sein, wie du willst. Du wirst gegen den, der diesen Materialvorteil hat, der diese Anzahl der Stunden hat, die er im Kart sitzt oder auch im Rennauto, die wirst du mit Talent nicht mehr rausreißen. Wenn du im Go-Kart kannst du noch so talentiert sein, wenn du nicht diese Materialschlacht in den Trainings mitgehst und auch ständig mit neuen Reifen fährst, dann hast du keine Chance, weil du lernst nur mit diesen neuen Reifen, diesen Peak des Reifens zu nutzen und dann immer noch mal einen oben drauf zu setzen. Ja. Und als ich damals mit meinem Sohn, haben wir mal ein Jahr lang Europameisterschaft gemacht und Rotax. Und da habe ich dann, keine Ahnung, ich hatte den Anhänger, ich hatte übrigens nur einen Anhänger. Da war ich ja schon die Hartz-IV-Abteilung im Fahrerlager, ja, die ganz hinten irgendwo steht, weg von den Werksteams. Da hatten wir den Hänger voll mit Reifen. Dann gehst du nach Hause und hast dann da 7, 8, 9 Satz Reifen, die alle 12, 13 Runden alt sind, mehr nicht. Ja, also völlig krank. Ich habe die Dinger nachher bei eBay verkloppt. Da kam irgendwann einer, da habe ich dem da, keine Ahnung, 30 Satz Reifen mitgegeben, die alle noch wie neu waren.
Weil ich konnte die nie mehr verballern. Hm. Aber du musstest immer neu. Ja? Ja. Das ist alles so krank und so geht das immer weiter. Und deswegen, wenn ich dann auch sehe, heute Formel 4, 13 Autos, 14 Autos, ich habe da kein Mitleid mehr. Ich kann da eigentlich nur drüber lachen. Weil wir schaufeln uns, wir zerstören systematisch selber diesen Motorsport. Hm. Und wenn du zu den Teams sagst, wir müssen das limitieren, nein. Wir verdienen ja mit den Testfahrten unser Geld. Du unterhältst dich heute mit einem jungen Rennfahrer und weißt du, wenn wir früher, egal was es war, Formel Renault, Formel 3, wenn wir vor der Saison 6-7 Tage vorher testen waren, bevor das erste Rennen war, das war viel. Mhm. Und heute fragst du einen jungen Rennfahrer und sagst, wie viele Testtage hattest du denn bis jetzt? Ja, nur 15. Ja, dann haben schon 27. Ich sag, pass auf, Bengel, deine 15 Testtage, du hast mehr Kilometer gefahren in deinen 15 Testtagen, wie ich damals in einer kompletten Saison inklusive Rennen. Es ist alles nur noch krank. Hm. Nur noch krank. Ja, kostengünstiger Motorsport wird immer seltener. Das ist, ich tue mich schwer zu sagen, wo gibt's den? Und interessanterweise ist es auch so, für viele dient auch immer, ist als Ausrede zu sagen, final, ja, wir haben ja das Geld nicht. Also wir haben ja zum Beispiel in Go-Kart damals, wir reden da von 2008, 9 war das, 10, da war ich im Kärntner Kartclub engagiert, da war ich Jugendleiter, Jugendwart, das war ganz nett, weil ich ja auf der Bahn noch groß geworden bin. Und dann haben wir damals eine Bambini-Kart-Challenge ins Leben gerufen, auch für Junioren, haben wir auch sowas gemacht, wo wir gesagt haben, okay, es gibt eine Einschreibegebühr, in der Einschreibegebühr sind drin, wir fahren fünf Rennwochenenden, in Kerpen kann man zwei Richtungen fahren von der Bahn. Also wir haben auch immer die Bahnrichtung gewechselt, dass wir also quasi zwei Bahnen haben. Mhm. Und wir haben gesagt, es gibt 5 Veranstaltungen, a 3 Rennen am Wochenende, also dass auch viel Fahrzeit ist, Quali, freies Training. Und Motor, Reifen, Benzin werden zugelost. Ja, und dann wurden morgens, haben die Kinder losgezogen, haben das Motörchen, der Motor war verblombt, alles Serienmotoren, Benzin, du musstest mit einem leeren Tank ins Parc Fermé und deine Reifen, Bambini-Reifen sind sehr harte Reifen, die kannst du 1000 Runden fahren, die halten wirklich ewig. Und wir haben gesagt, das Einsatzreifen, der ist markiert und du bist ins Parc Fermé und hast deine Reifen geholt, du hast dann deinen Motor morgens bekommen, der verblombt war und so haben wir Rennen gemacht. Mick Schumacher ist auch mitgefahren, der war übrigens 2 Jahre lang eigentlich immer hinter uns, aber ist ja egal. Er war auch immer ein Jahr jünger, müssen wir dazu sagen. Aber es gab nichts zum Fuschen. Es war toll. Und jetzt mussten aber viele die Hose runterlassen. Ne? Es gab ja nicht den Motor, den man für teures Geld kaufen konnte, um besser zu sein. Ja. Ja, wir haben damals mit jedem Motor, der uns zugelost worden ist, haben wir mehr oder weniger ein Rennen gewonnen an so einem Tag. Und ich war damals, mir war das völlig egal, welchen Motor wir kriegen, weil ich habe gesagt, die sind eh alle gleich. Ja? Weil 95% spielt sich mit dem Fahrer und mit dem Setup vom Kart ab. Der Motor ist es nicht. Aber viele meinen halt immer die Motoren. Ja, und da hatten wir viele dabei. Nee, da fahren wir nicht mit, weil. Wo ich sage, ich weiß, weil du dir hier den Vorteil nicht erkaufen kannst. Ich sage, weil du hier die Hose runterlassen musst, weil du hier verprügelt wirst. Deswegen machst du nicht mit. Ja? Ja. Das ist so extrem, zum Beispiel bei Leihkarts, finde ich. Also bei Elektro weniger als bei Benzin. Aber bei Benzinern, bei Benzin-Leihkarts, da musst du Glück haben, wenn du ein ordentliches erwischt wirst. Ja, das aber jetzt, da reden wir ja von der Leihkart-Flotte, wo man sagt, scheißegal. Ja. Aber wenn wir jetzt so in diesem Bereich, ist es dann wirklich so, das sind alles die gleichen Motoren, die gleiche Grundbasis. Und damals haben wirklich die Besten gewonnen. Das war so. Und das konnte man genau erkennen. Das Lustige war, als es diese Serie noch nicht gab, hatte ich diverse Fahrer im Auge, die gar nicht unbedingt vorne fuhren, wo ich gesagt habe, der ist gut, den halte ich auch für gut. Dann haben wir plötzlich dieses Regularium, Motoren werden zugelost. Mhm. Und wer fährt vorne? Genau die ich optisch für mich als die besten Fahrer wahrgenommen habe. Mhm. Und die waren natürlich dann glücklich und zufrieden. Die haben gesagt, das ist geil, jetzt schlägt unsere Stunde der Gerechtigkeit und Lance Stroll hätte vielleicht ein Problem gehabt. Wer weiß. Ja. Aber wenn wir jetzt mal bei den jungen Fahrern bleiben, da hast du ja auch schon gesagt, heute ist es extrem, also ist Motorsport an sich rückt immer weiter in den Hintergrund und es ist immer mehr wichtig, auch sich zu vermarkten. Wir haben im Vorfeld zu dem Interview ja geschrieben und auch zum Thema BMW geschrieben und so weiter, zum Thema, die jungen Fahrer schleimen sich heute reihenweise bei irgendwelchen Werken ein.
Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, das ist dann immer lustig, wenn du das so auf Instagram verfolgst, wie die dann alles immer liken und toll finden und dann versuchen sie, ja, okay, das ist. Ist das heutzutage nötig? Naja, die Frage ist ja immer, was heißt eigentlich verkaufen? Ne? Jetzt kommt es ja auch wieder, ne? Wie verkauft man sich? Indem ich mir vor die Haare schön kämme und dann die Antworten mir im Vorfeld schon ausgedacht habe. Ob man sich damit gut verkauft, ist ja immer relativ, ne? Aber ja. Leider läuft es ja heute so. Du kriegst ja die Hersteller, dann 24-Stunden-Rennen war auch wieder ganz toll. Ich habe ja für Nitro gearbeitet und dann, da könnte ich ja im Strahl kotzen. Dann kommen die dann da rein, die Werksfahrer, ja, für zum Kommentieren als Co-Kommentator. Und dann ist die Pressepolizei dahinter, die genau aufpasst, was sagen sie, wie sagen sie es und so weiter. Mhm. Ja? Ich habe die dann auch verarscht, habe gesagt, na, habt ihr eure Nanny wieder dabei? Schafft ihr den Weg alleine hier nicht hin und so, ne? Also ich, mit mir hat man das auch einmal versucht, bei einem Werksengagement, dass es hieß, da ist immer ein Presseoffizier, aber ich sag nicht mit mir, kein Millimeter. Ich sag niemals, niemals. Ja. Weil wir sind alle erwachsen und ich muss einfach darauf hoffen, dass diejenigen, also dass meine Fahrer nicht so doof sind und irgendeinen Scheiß erzählen, sondern dass sie Aber dann beten sie im nächsten Moment, ja, es ist alles toll bei uns und ach, wir sind ja alle Freunde, wir haben uns alle lieb und du hörst hinzu und sagst, boah, leck mich am Arsch, das kannst du dir nicht anhören. Eigentlich kannst du gleich wieder. Dann wundern wir uns, dass die Leute sich dann doch vielleicht von dem Sport abwenden. Mhm. Hörst du so einem Marc Marquez zu oder einem Rossi oder diesen ganzen, das sind alles geile Typen. Mhm. Da brennt auch noch der Baum, ja. Weißt du? Die furzen sich auch noch bei einer PK gegenseitig an, also da haben die keinen Vertrag mit. Ja. Das sind noch Männer. Ja. Und im Motorsport ist halt so, auch die Anzahl der bezahlten Plätze heutzutage wird ja immer geringer, immer weniger, wir haben auch immer weniger Rennserien und deswegen haben alle eine Wahnsinnsangst heutzutage, auch nur einen falschen Satz zu sagen und ja. Das ist in der Formel 1, finde ich, ganz schlimm. Da geht's eigentlich noch. Ich finde, wir haben in der Formel 1 haben wir noch ein paar gute Typen. Sebastian Vettel nimmt es eigentlich nicht oft ein Blatt vor den Mund, aber. Der Vettel sagt, was er denkt, der ist, oder zumindest merkst du ihm sehr deutlich an, dass er dir gerade was sagen will und er verkneift sich, weil er sagt, naja, lasse ich jetzt besser, ja. Ihr wisst eh, was ich will, was ich meine. Raikön ist eine coole Socke. Hamilton ist für mich ein Schauspieler, tut mir leid, ist fahrerisch absolut mega, mega Mann, gar keine Frage, den Rest kann er sich schenken, ist meine Meinung, ich brauche den nicht. Aber wir haben da schon ein paar gute Typen, so finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Aber auch da, ne, da rennt immer die Polizei, immer irgendein Presseoffizier hinterher dem Reporterteam gesagt, ich gebe Ihnen die Fragen, die Sie stellen dürfen. Ja, und die sind dann vorbereitet, weil die Fahrer dann wissen, was kommt. Genau.